Haben Sie mich verstanden? Wir bergen jetzt den Schwerverletzten oder Toten in der Eingangshalle. Machen Sie keine Schwierigkeiten. Wir schießen nur, wenn Sie als Erster schießen. Hören Sie mich! Was sagt er? Nix. Weiter. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Dies ist ein Notfall. Bitte schließen Sie die Fenster und die Türen und treten Sie zurück. Wenn Sie rankommen, dann knallt's. Nein, es bleibt dabei. Ich fahre mit allen drei Geiseln ab. Wenn alles in Ordnung geht, lasse ich nach 2 Stunden fort die erste Geisel frei. Nach weiteren 2 Stunden die zweite Geisel dem Mann. Bitte unterbrechen Sie mich nicht, ja? Die dritte Geisel, die bleibt vorläufig bei mir. Was? Was denn angeschossen? Das ist ein ganz kleiner Kratzer. Machen Sie sich da ja keine Hoffnungen. Passen Sie auf, Sie haben jetzt 1 Stunde Zeit. Meine Uhr ist jetzt genau 11 Uhr 39. Um 12 Uhr 39 stirbt die erste Geisel, und zwar der Mann. Moment. Sagen Sie, bei Ihnen ist doch jemand vom Fernsehen draußen. Schicken Sie mir einen Mann rein mit einem tragbaren Gerät. Ich möchte wissen, was da draußen los ist. Ende. Gehen Sie zum Medizinschrank, ich brauche einen Verband. Mir wird's schlecht. Ruhig! Soll ich auch drauf tun? Ist wurscht. Das brennt aber. Oh, mir wird schlecht! Ich muss. Sind Sie ruhig, Mann! Wenn Sie da anfangen zu kotzen und zu scheißen, sind Sie erledigt! Den Gangster verbinden, das heißt, er ist verwundet. Sie hat nichts abbekommen, wie wir gesehen haben. Und ich glaube, die beiden anderen sind auch bei Gesundheit. Ich habe die Möglichkeit, Ihnen jetzt zu sagen, was ist eigentlich geschehen. Hoffentlich bleibt die Polizei besonnen. Man muss geschickt besonnen. Taktisch behandeln, ja, die denn Luft dieser Mann da unten ist zu allem. Sauer, was? Heute früh, weil Sie nicht dabei sind. Ja, untröstlich. Vor der Bank rumstehen als Fernsehstatist. Ich amortisiere mich hier besser im Sinne des Steuerzahlers. Wieso sind Sie eigentlich nicht im Krisenstab? Ich bin kein Diskutierer. Im Krisenstab brauchen Spezialisten zum Diskutieren. Tag, Erwin. Hast heute mal wieder deinen bequemen Tag, wie? Ich habe zu arbeiten. Was willst du bei mir? Ich kann dir nichts Neues sagen. Ich weiß genauso viel wie die vom Fernsehen. Wenn ich aber nur hier vielleicht was ganz Feines für dich habe. Hm? Vorhin bin ich nämlich näher an den Eingang dran und gab ein bisschen Ärger mit deinen Kollegen, aber... Da sind eben doch was hier. Die sind verwackelt. Ist jetzt noch nicht weggeholt worden. Wir wissen aber noch nicht genau, ob er noch lebt. Nun, alle in der Bank befindlichen Passanten und Mitarbeiter
wurden als Geiseln gefangen genommen. Und der Gangster, der sich jetzt noch Wer? Hat das ist zu blöd, die Mütze. Alle entlassen, ich nehme an, er wollte sich runterreißen, da hat sie ihn erwischt. Bei ihm. Wir haben gesehen, es handelt sich um zwei Damen und um Herr einen kann's wirklich Herrn. Sein. Wer ist denn? Gehen wir mal auf zum Erkennungsdienst. Ich brauche alle verfügbaren Bilder von Herrn Bach, Sigi Bach. Nur bitten, dass die Polizei besonnen bleibt. Man muss darauf warten, dass der Gangster einen Fehler macht. So. Red mit diesen Fernsehmenschen, hör doch auf zu qualmen. Also, sag ihnen von dem Moment ab, wo der da drin den Fernseher hat, darf kein Bild mehr erscheinen, auf dem irgendwelche Vorbereitungen zu sehen sind. Sie sollen meinetwegen eine Störung fabrizieren. Sie wollen also wirklich stören? Was heißt denn da wollen? Bin ich der Staatsanwalt? Ruf doch mal den Kassenraum an. Also los, kümmere dich um die Fernsehfritzen. Hallo? Ja, hier ist nochmal Winkelmeier. Wer kennt die Bilder außer mir? Nur ich und Gott, sonst niemand. Wer ist der andere? Galateretti macht sowas nicht. Und Rudi Stallmann ist Westfale. Vielleicht haben sie einen neuen. Mach das mal lauter. Bach, todsicher. Ich brauche alles, was die freigelassenen Geiseln über den Mann in der Bank ausgesagt haben. Ja, wollen Sie denn jetzt los? Los, Mensch, mach schon. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich da rankomme jetzt. Millinger, Mensch, das ist doch dein Problem. Bis vor 10 Minuten hat Sie die Sache überhaupt noch nicht interessiert. Vor 10 Minuten? Mensch, bist du Historiker oder Polizist? Hör zu, Gerd, ich muss ran an die Sache. Ich kann dir das jetzt nicht erklären. Ich bin beim Chef. Ja, ich weiß, wie spät es ist. Aber wir brauchen einen Aufschub. Nein, das ist kein Trick. Der Fernseher ist kaputt, aber... Sie kriegen jetzt einen Monitor, aber der muss geholt werden und aus dem Studio, das ist in Unterföhring. Kommen Sie, erzählen Sie mir nichts. Ich warne Sie, halten Sie mich nicht für dumm, sonst stirbt da ein Mensch. Bleiben Sie mal dran. Schildern Sie Ihre Situation, genau. Er hat mir die Revolver in den Hals gesetzt. Genau an die Schlacher. Bitte, machen Sie alles, was er verlangt. Auf Gottes Willen, machen Sie überhaupt keine Geschichten, keine Tricks, bitte. Er bringt uns alle um. Er meint es, er blufft bestimmt nicht. Ich habe meine Kinder. Hören Sie auf zu feilschen, passen Sie auf, ich lege die Leute um und mich dazu. Kinder. Gut. Gib mir eine halbe Stunde zu. Das ist dein Haus, das war eine Schnaps! Das ist doch irgendwie hysterisch! Christa, da steckt doch was dahinter. Wir reden und reden und die Zeit läuft ab. Das sage ich selber auch. Wenn dieser Herr Staatsanwalt wirklich stürmen lässt, dann gibt es einen Blutbad. Die Einsatzleitung will einen Trick probieren. Sie versuchen, durch den Keller in die Schalthalle zu kommen. Ja, und dabei gehen die 3 Leute drauf. Todesursache, die Polizei wollte einen Trick probieren. Sie können nicht nachgeben, nicht bei dem. Er ist zu clever. Wenn er erst raus ist, kommt er durch. Es wäre die Bankrotterklärung der Justiz. Ja, das wäre doch nicht die erste. Also rufen Sie jetzt den Präsidenten an oder nicht? Na schön, Köster. Aber ich lasse mir das nicht nehmen. Sie haben etwas vor. Wie alt ist der Mann? Welchen Titel hat er? Hauptkommissar. Ja. Natürlich bin dran. Ich überlege da bloß. Also, lassen Sie den Mann herkommen. Meine Bedingungen, die sind 24 Stunden Vorsprung und keinerlei polizeiliche Aktivität während dieser Zeit, sonst ist jemand tot, ja? Verstanden? Dann voller Tank, Reservekanister,
Verbandszeug, ganz wichtig. Und Autoradio. Und hören Sie mal gut zu. Ich kann das vor der Abfahrt nicht alles prüfen. Ich werde das während der Fahrt tun. Haben Sie verstanden? Wenn Sie Wert noch auf Ihren Mann legen. Ja, das meine ich. Und der Kommissar. Gut, sagen Sie dem Kommissar, er soll den Fernseher mitbringen. Und zwar, er soll ihn in beiden Händen tragen, verstanden? Und in der Tasche Handschellen. Klar? Ende. Lassen Sie uns jetzt frei. Wenn ich im Auto sitze. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das tun. Hätten Sie uns wirklich umgebracht? Sicher, was denn sonst? Herr Kester, ich habe die Akte durchgesehen. Also ich halte es für völlig ausgeschlossen, dass ein Kaliber wie Gala Ferretti mit dem primitiven Ding in der Südbank was zu tun hat. Ja, selbst hat er gar nichts damit zu tun. Ein Fernsehapparat hat er bestimmt. Herr Kester. Ja. Hier, Herr Kester. Da ist er. Sigi Bach war so eine Art Leutnant von Ferretti. Häng dich an ihn ran. Möchte gern wissen, ob er nervös wird. Das wäre schon was. Und wie soll ich Ihnen das mitteilen? Ja, wenn ich das wüsste, dann hätte ich es dir gesagt. Nehmen wir an, dass mir das noch einfällt. Irgendwie lasse ich von mir hören. Viel Glück. Sie brauchen mehr als ich. Du, Moment mal. Sag mal, wie war das eigentlich heute Morgen? Wieso war die Polizei so blitzartig in der Bank? Eine Alarmanlage? Unglück. Die nächste Funkstreife war praktisch gleich um die Ecke. Die haben dann einen Unfall aufgenommen. Wieso? Ach, Herr Kester, was sind die Handschellen? Was soll ich mit Handschellen? Die hat er verlangt. Jedenfalls ist der zäh, Erwin, trotz der Verletzung. Du halt mal bloß die Presse vom Hals, vor denen habe ich Angst. Hm. Ich habe den Burschen ein bisschen auf dich vorbereitet. Wenn er es gefressen hat, hält er dich für einen alten Etappenhengst, der sich wichtig macht. Naja, das stimmt ja auch nicht. Los, also von mir aus kannst du losgehen. Kommen Sie. Wer? Halt! Arme hoch. Es geht nicht so schwer. Scheißbild, damit kann ich nichts anfangen. Ja, manchmal ärgere ich mich auch über das Fernsehen. Seien Sie mal ruhig!
Will die Eisen voranziehen? Möchte ich ob links und rechts vom Eingang die Polypen stehen? Nein, es steht niemand da. Wäre doch sonst nie reingekommen. Ich bin doch kein Selbstmörder. Ja, aber es kann ja sein, dass in der Zwischenzeit... Nein, bestimmt nicht. Ja, warum zeigen Sie das Bild nicht? Ja, haben Sie noch nie gesehen, dass bei einer Fußballübertragung alles mögliche... Maschkewitze! Los nicht der Ball! Ball! Rufen Sie die Einsatzleitung an! Da! Sehen Sie? Die haben nur geschlafen. Gut. Kommen Sie. Stellen Sie sich hier ein. Sie gehen voraus. Ganz langsam. Schritt für Schritt. Sie kommen daher. Sie kommen hinter mich. Nein, ich sehe! Halten Sie sich ganz fest und Sie gehen knapp hinter mir. Ich wollte den Wagen. Hemd, du Idiot, hau ab! Verschwinden Sie oder ich schieße mal auf! Adieu! So mies kann kein Bild sein, dass ich Köster nicht erkenne. Fahr mal den Rekorder zurück. Moment, wo der Kommissar oder der Polizeibeamte, ich weiß noch nicht, wer es sein wird, wo dieser Mann sich austauschen lässt, gegen die drei Geiseln. Aus dem Panzerglas geschützten Raum gehen jetzt die drei Geiseln. Man muss nur auf die Bewegung. Mit der Geldtasche in der linken Hand und mit einer Pistole in der rechten Hand herausgehen jetzt durch den Raum in die Schalterhalle. Die das ist typisch für ihn. Raum ist, kann ich genau einsehen, weiß ja. Nicht, ob der Polizeibeamte schon da ist. Das ist Trotz. Schaut, wie denn die Reportage. Hinten die Kofferhaube aufgemacht. Das hier ist der erste Trupp aus dem Notabschlag. Sie gehen jetzt. Das habe ich gesagt, das ist Sie. Dann sterben wir einfach um. Na klar, das ist Sie. Natürlich ist das Sie. So idiotisch stellt sich doch sonst niemand an. Schweine. Sie werden staunen bei der Autopsie. Kein Gramm Blut, nur Alkohol. Ende der Vorstellung. Schade, war mal klasse, der Sigi. Ja, vor 100 Jahren. Kapiert ihr jetzt endlich, warum ich ihn rausgeschmissen habe?
lässt darauf schließen, dass der Gangster... Weißt du, dass Rotte in Alten schafft? Die Polizisten wollten vorher verschiedene... Wenn er ihn bald umlegt, hat er eine Chance. Wenn er sich aufs Quatschen einlässt, seift ihn der Alte ein wie auf dem Friseursessel. Dumm ist Rotte nicht. Warum muss ich dann den Alten anreden müssen? Er kann den doch gar nicht. Er weiß überhaupt nichts von früher. Das hoffe ich zuversichtlich. Aber was ihm die liebe Katja so alles im Bett erzählt hat... Naja. Ich wollte das schon lange aus der Welt schaffen. Jetzt ist der Moment. Oder Herr Merkel? Ich bin eine Stunde weg. Denn er hat ja den Kommissar gezwungen, mit dem anderen Wagen wegzufahren. Die Polizei hat die Absperrung hier wieder aufgehoben. Und ich kann nur sagen, eigentlich ist es noch glimpflich abgelaufen. Zwar ist einer der beiden Bankräuber tödlich verwundet worden, aber den Polizeibeamten geht es den Umständen entsprechend schon wieder viel besser. Auf der anderen Seite wissen wir, den drei Geiseln ist nichts passiert, sie sind nur prophylaktisch ins Krankenhaus gebracht worden. Wir wollen hoffen, dass die Polizei, der Einsatzstab, weiterhin so besonnen verhandelt, dass man niemanden gefährdet, auch den Kommissar nicht, der jetzt im Moment gerade wieder unterwegs ist. Hoffen wir allerdings auch, dass der Krankengster nicht unterwegs nochmal die Nerven verletzt oder irgendetwas zu Unvorhersehbares tut. Mit dieser Übertragung. Wir sind am Ende. Ich gebe zurück ins Studio. Der blaue VW hinter uns. Der gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Presse. Presse? Ja, ja. Es werden noch mehr von der Sorte hinter uns sein. Probieren wir es aus. Ich schieße durch die Windschutzscheibe. Auf, Mensch. Wenn die zurückschießen, wenn dann ist es Polizei. Chaos und wir sind noch mittendrin. Links runter! Durch Olympiadorf! Hier rein. In die Kolonistraße. Rein! Ja! Weiterfahren! Los! Zweites Mal. Zu sowas zwinge ich Sie so oft ich will. Und merken Sie sich eins, bei dem Unfall haben Sie eine Chance. Wenn Sie mich ärgern, haben Sie keine.
steht wohl nicht in Ihrer Kartei, oder? In meiner nicht. Aber das will nichts heißen. Mein Computer ist nicht mehr fabrikneu. Was ist denn da alles? Genau, die brauche ich. Dem Kollegen können Sie ein Bier zahlen, wenn Sie ihn wiedersehen. Noch immer nicht genug. Jetzt rechts zur Autobahn Salzburg. Es geht doch nicht, ich kann los, rechts, sag ich! Na also. Das heißt also. Sagen Sie mal doch solche Aktionen nächstens vorher an. Das glaube ich. Damit Sie Zeit haben für so einen schäbigen Polizistentrick. Ach, Unsinn. Ich fahre Sie, wohin Sie wollen. Ich glaube nur, das wissen Sie langsam selbst nicht mehr. Das glauben Sie. Wo schaltet man den Polizeifunk ein? Glauben Sie wirklich, die teilen das über Sprechfunk mit, was Sie machen? Wenn Sie was machen. Das kann verschlüsselt sein. Ja, wir können keine Verschlüsselung aus dem Ärmel schütteln. Wenn wir wollen, dass niemand mithört, dann schalten wir auf X. Aber das können Sie ja auch mithören. Na, hoffentlich bleibt so. Herr Lehrer. Das bleibt so genau 24 Stunden. Dann werden die auf mich keine Rücksicht mehr nehmen. Ich auch nicht. Gespräche nur über die angegebenen Fahrpläne. Keine Annäherung an den Flugwagen. Der Flugwagen hat die Autobahn der Abfahrt verfolgt. Nein, wir verfolgen nur mit Observationsfragen, Herr Präsident. Moment, ich schicke Sie rüber. Ja, zum Präsidenten bitte. Nein, da besteht keine Gefahr. Ich wollte fragen, ob Sie vielleicht den Rotkreuz-Hubschrauber verfolgen. Nein, ich habe ausdrücklich gesagt, kein Hubschrauber. Oberstaatsanwalt Dreyer. Nein, der Oberstaatsanwalt. Da sind Sie wieder. Schon seit Murnau. Wir haben Sie doch abgehängt. Sie kennen diese Typen nicht. Ich nehme an, die haben die Umleitung bei Penzberg geschnitten. Und dass wir Richtung Garmisch fahren, das haben die schon gerochen, als wir bei Hofolding runter sind von der Salzburger Autobahn. Es muss was passieren. Ich brauche einen anderen Wagen. Ich kann nicht den ganzen Tag mit der Polizeikarre rumkurven. Das sagen die sich auch. Das möchten die mitkriegen. Also dann tun Deswegen Sie was. Deswegen sind Sie so manierlich. Lassen Sie sich was einfallen. Die Burschen müssen weg, und zwar endgültig. Ich brauche einen neuen Wagen, ich brauche einen Verband und ich habe Durst. Also, tun Sie was. Ich bin nur Fahrer. Gut. Sie wollen mal ausprobieren, wie weit ich gehe. Also, ich schieße auf die erste Person, die uns in der nächsten Ortschaft entgegenkommt. Ich hoffe, es ist kein Kind. Das tun Sie nicht. So mies sind Sie nicht. Ich ziehe aufs Bein. Aber aus dem fahrenden Auto kann ich nicht garantieren. Wie gut schießen Sie? Wie siehst du denn aus? Was ist denn los? Hast du Krach? Na, nun komm erst mal rein. Was ist denn los? Jetzt stell erst mal den Koffer ab und mach... Du hast ja eine Fahne. Seit wann trinkst du denn am helllichten Tag? Ja, ja, du setzt dich erst mal hin und pack nachher um. Ich mach uns beiden einen Kaffee. Kann ich
nicht hier bleiben? Ich meine über Nacht. Bitte, Annemarie, ich kann nicht nach Haus. Kann ich heute Nacht hier bleiben? Ja, eigentlich schon. Ist nur ausgerechnet heute. Um 7 kommt so ein reicher Mensch. Ist der voll? Ja. Schütten Sie halb auf die Straße. Aber nur halb. Wir biegen bei Oberau rechts ab, Richtung Ettal, Oberammergau. Damit rechnen die vermutlich nicht. Ist ganz lehrreich, was Sie so für Tricks drauf haben. Dafür weiß ich jetzt, wie gut Sie schießen können. Ist wegen Klaus, nicht? Habt ihr Krach? Komm, erzähl mir doch nichts. Ich hab's doch schon im Fernsehen gesehen. Das mit der Südbank war Klaus, nicht? Ich kann also nicht hierbleiben. Natürlich kannst du hierbleiben, ist doch überhaupt kein Problem. Ich rufe diesen Kerl einfach an und verschiebe die ganze Sache auf morgen. Nur mach dir mal keine Sorgen. Dein Junge ist doch clever. Ich mache mir Sorgen um mich. Tati ist hinter mir. Ach du Schreck. Aber wieso denn das so plötzlich? Ich denke, zwischen Gala und dir ist alles vorbei. Ja, ist es ja auch. Ich weiß was von ihm. Ich habe was gegen ihn in der Hand, was uns einen Kopf kosten kann. Der weiß, dass ich es aufgeschrieben habe und bei meinem Rechtsanwalt hinterlegt habe. Aber dann kann dir doch gar nichts passieren. Ja, schon. Aber jetzt, wo Klaus festsitzt, wo er jetzt nicht da ist, dann denke er wahrscheinlich... Ich weiß auch nicht, was er denkt. Jedenfalls stand er eben vor meinem Haus. Du, Annemarie, ich halte nicht mehr viel aus. Der schleppt mich zum Rechtsanwalt. Bringt er dich um? Er darf mich aber nicht finden. Hier wird er dich aber finden. Er weiß, dass wir beide befreundet sind. Du musst raus aus der Stadt und zwar sofort. Ich kann nicht. Ich bin mit Klaus verabredet. Ich kann nicht. Katja, der macht Hackfleisch aus uns beiden. Was können wir zwei Weiber denn gegen ihn ausrichten? Nichts. Tut mir leid, aber ich möchte auch noch ein bisschen leben. Ich rufe dich an, sag dir, wo ich bin. Du weißt, ich bin immer für dich da. Das wäre doch ein ziemlich auffälliger Schlitten da. Tja, wie Sie wollen. Aber eine bessere Gelegenheit, mal näher, am helllichten Tage unbeobachteten Wagen zu stehen, bekommen Sie bestimmt nicht. Sie damit zurecht? Warum ich? Ich habe schon eine Vorstrafe wegen Autodiebstahl. Wenn Sie sonst nichts auf dem Kerbholz haben? Im Ernst?
Wenn Sie sich stellen und mich heil abliefern, guter Anwalt, kann man immer noch was gerade biegen. Ja, ja, einmal musste diese Predigt ja kommen. Haben Sie sich deswegen gestellt als Geisel? Lass mich probieren, Schwab. Das fragt Sie ja mal den Wagen hier. Muss doch ein schönes Gefühl sein für den Bullen. Los, runter, da kommt er hin. Lassen Sie mich das machen, ich mach das schon. Meinen Wagen hier. Das ist ein Notfall. Bitte händigen Sie mir Schlüssel und Wagenpapier aus. Sie sind bei Trost. Hä? Bitte machen Sie keine Schwierigkeiten. Sie nicht bei Trost. Es ist dringend, machen Sie keine Schwierigkeiten. Zeigen Sie mir Ihren Ausweis, zeigen Sie mir Ihren Papier. Sie bekommen alles rückerstattet. Ihr Lichtbild. Nicht. Umdrehen. Nicht. Was wollen umdrehen. Sie denn? Umdrehen. Los? Nicht. Sind Sie wahnsinnig? Aufstehen. Sie sind wahnsinnig. Anfassen. Okay. Anfassen. Moment. Moment. Solche Leute brauchen das ab und zu mal. Das ist absolut überflüssig! Mann, was haben denn Sie eigentlich im Hirn? Da drüben steht das Polizeiauto mit Funk und allen Schikanen. Wenn ich den nicht hingelegt hätte, dann könnte sofort die Polizei rufen. Die Polizei hält still bis morgen Mittag um 1 Uhr. Begreifen Sie das endlich? Moment. Ich habe mich in Ihre Gewalt begeben, damit Sie genau diese Dinge nicht machen. Aber wenn Sie Leute gleich umhauen, dann hätten Sie auch eine von den Mädchen von der Bank mitnehmen können. Sie warten da. Weiter in den Wald rein. Ja? Schon besser. Da drüben gibt's einen Kiosk. Da können wir was zu trinken kaufen. Holen Sie ein paar Dosen Bier. Oder, nee, besser, Schnaps, Cognac oder sowas. Eine große Flasche. Mein Bein tut wieder weh. Und, Zeitung. Spätausgabe. Auf was warten Sie? Was ist denn los? Nichts betrifft Sie nicht. Tun Sie mir einen Gefallen, fotografieren Sie den Mann in dem Jaguar, aber nicht hingucken. Und wenn wir weg sind, rufen Sie sofort die nächste Landpolizeistelle an. Ja, aber ich bin Ausländer in Österreich. Nicht, macht doch nichts. Die sollen den Film sofort ins Präsidium nach München bringen. Ja. Wenn die den Mann dort in der Kartei haben, alle Angaben, besonders die Vorstrafen. Ist das gefährlich? Nein. Sofort telefonisch durchgeben und alles, was Inspektor Heimann herausgefunden hat, verstehen Sie? Durchgeben an Pfaffenhofen. Restaurant Rappenweide. Ich werde versuchen, ihn dahin zu lotsen. Und die Angaben auf der Rückseite der Rechnung. Der Kellner soll die Rechnung unbedingt. Das muss ich mir aufschreiben. Ja, pass auf, ich schreibe sie auf. Ich schicke sie durch die Lehrerin. Ja? Sie sich. Augen dunkelbraun, Haare dunkelbraun. Spricht leichten Tiroler Dialekt. Etwa 1,85 groß. Ja? Wenn es gefährlich wird, brauchen Sie eine Österreicher. Zettel geben Sie dem Busfahrer. Aber erst, wenn ich weg bin. Und jetzt geben Sie mir mal die Tabletten. Schmerztabletten, ich muss auf Geld weg, ich komme nicht durch.
viel Bus gemacht? Geld gewechselt für den Getränkeautomaten. Ich hab Schnaps verlangt. Er hat keinen Schnaps. Der Kiosk war doch so belagert. Der große Durst kommt heute schon mit dem großen 1x1. Was hatten Sie mit der Tante dort zu quatschen? Die hat mir Tabletten gegeben gegen ihre Schmerzen. Hier ist ihre Zeitung. Ich habe gesagt, sie haben eine Nierenkolik. Und da hat sie gesagt, jetzt wisst ihr auch, warum sie so ein böses Gesicht machen hier. Dann nehmen Sie eine. Wieso ich? Ich habe doch keine Schmerzen. Keine Schmerztablette. Kommen Sie, ich lasse mir von Ihnen eine K.O.-Pille andrehen. Was ist los? Nehmen Sie eine. Ja, gern, aber wenn Sie glauben, dass das K.O.-Pillen sind, dann fahre ich als Fahrer doch aus. Hier ist Ihr Kaffee. Los, fahren Sie. Wie viel hat er ausgespuckt? Nein, 6. Schul 37.12 Beck 38.04 Mai. Irgendwann brauche ich mal was zu essen. Irgendwann braucht jeder mal was zu essen. Warum haben Sie sich im Kiosk nichts gekauft? Ich brauche was Warmes. Ich halte nicht durch bis Ingolstadt. Wer hat denn was von Ingolstadt gesagt? Da kommen wir doch hin, wenn wir auf der Straße bleiben. Dann fahren Sie mal bei der nächsten Kreuzung rechts. Geht's da nach Allershausen? Scheißegal. Wenn Sie dachten, wir fahren nach Ingolstadt, kann es nicht falsch sein, wenn wir nicht nach Ingolstadt fahren, oder? Doch klar. Ganz egal, wenn ich bloß was zu essen kriege. Bleiben Sie stehen, die nehmen wir mit. Lassen Sie doch unbeteiligt aus dem Spiel, das ist doch gegen die Abmachung. Wieso denn? Alle Leute achten auf einen Ganoven und einen alten Sack. Aber kein Mensch auf ein Liebespaar und einen alten Sack. Bleiben Sie doch stehen! Hören Sie doch auf mit dem Quatsch! Da passen Sie mal auf! Gott. Fahren Sie nach Reichertshausen? Nein, bestimmt nicht. Mein Freund, der ist ein bisschen magenkrank, aber sonst ist der ganz nett. Wohin wollen Sie? Nach Reichertshausen, das sind 25 Kilometer. Gut, steigen Sie. Darf ich mein Rad im Kofferraum tun? Ja, tun Sie es rein, wenn es geht. Danke. Ihre Galanterie in Ehren, aber die wird Sie nachher sehr gut beschreiben können. Ach, was denn? Sie wissen doch, was Täterbeschreibungen wert sind von einem halben Kind. Nee. Finden Sie mir nicht sein. Sie haben irgendeine kleine Schweinerei vor in dem Lokal. Blasen Sie das ab. Sie riskieren es nicht, dass der Kleine was passiert. Haben Sie es schon rausgesucht? Moment. Das ist er. Das ist er. Rott Klaus, 7.3.42, Innsbruck, Autodiebstahl, unerlaubter Waffenbesitz, schwere Körperverletzung. Scheint ein Schläger zu sein. Das kann man wohl sagen. Köster muss sehr geschickt mit ihm umgehen, sonst geht's ihm schlecht. Komisch, eine ganz schöne Vorstrafenlatte.
Aber noch kein Bankraub. Das war bisher nicht seine Linie, aber das ist so ein Typ, da muss nur einer kommen, du traust dich nicht. Also los, alles, was für Köster interessant ist, durchgeben an dieses Lokal. Aber wieso? Was heißt denn wieso? Weil Köster darum bittet. Er will wissen, mit wem was zu tun hat. Ja, aber wollen Sie denn nicht? Ich meine, wir müssen doch... Wir müssen was? Und es ist doch die Chance. Wenn Köster ihn da hinlocken kann, ist das doch die Gelegenheit, kurzen Prozess zu machen. Wir wissen, wann Sie wo sind, können alles vorbereiten. Scharfschützen, Funksprechposten... Und einen Leichenwagen in erster Linie. Ich habe einen anständigen Beruf und da muss man was können. Aber das interessiert Sie wahrscheinlich gar nicht. Und wie? Ich finde das ganz toll. Da kommt so ein alter Sack daher mit Kreuzweh und den massieren Sie dann und dann hupft er rum wie ein Junge. Aber das hat mehr mit der Masseuse zu tun, als mit der Massage. Eine Bindegewebsmassage hat mit Sex überhaupt nichts zu tun. Bei Ihnen schon. Sie wissen es nur nicht. Aber nach Reichertshausen geht's doch rechts. Wohnen Sie in Reichertshausen? Ja, freilich. Dann fahren wir da weiter. Aber wieso? Was? Ich möchte dich nur zum Essen einladen, sonst nichts. Einverstanden? Und das geht nicht in Reichertshausen. Da kennen dich alle und das wäre nicht gut für dich. Für mich auch nicht. Wie heißt denn? Walburga. Walburga, ein schöner Name. Burgel. Ich heiße leider nur Klaus. Also wo soll ich denn hinfahren? Hier ist doch nichts. Am besten fahren wir in die Nähe von Pfaffenhofen. Da. Das ist ein nettes kleines Lokal, kenne ich da. Da ist auch woanders niemand. Sind Sie schon da? Nee, aber wenn Sie da sind, dann gehst du hinten rum und hängst das Schild wieder hin. Sie haben ausdrücklich gesagt, nach eigenem Ermessen. Ich guck mir den Kerl sowieso genau an, bevor ich es riskiere. Das kannst du mir glauben. Frischeste wird er eh nicht mehr sein. Und so Menschen, wo sowas fertigbringen, einfach in eine Bank marschieren und dann noch einen Polizisten als Geisel mitnehmen. Hans, von so Menschen haben wir doch gar keine Ahnung. Das ist eine ganz andere Rasse als unseres. Und du tust gerade so, als wenn der James Bond persönlich käme. Kerlchen! In unserem Alter haben wir ganz andere Sachen mitmachen müssen. Bis zu 10 Tagen und Nächten ohne Schlafen. Dauernd der IBAN, habe ich dir schon erzählt. Ja, ich weiß. Ach, gar nichts weißt du hier. In Bayern habt ihr überhaupt nichts mitgemacht. Ja. Das ist ja noch nicht mal gesagt, ob der überhaupt schießen kann mit seiner Kanone. Ja, es ist doch auch gar nicht so der Hans. Das ist ja sowieso der Letzte. Es ist doch gar nicht gesagt, dass der Kriminaler das überhaupt fertig bringt, dass er gerade daher lockt. Hast du Angst, Burg? In der Zeitung steht, ich bin brutal eiskalt und schreck vor nichts zurück. Und was in der Zeitung steht, stimmt immer. Hat's wehgetan? Doch, da sind sie. Verschwinde. Verschwinde! Ja. Geh in die Küche und rühr dich nicht raus! Grüß Gott. Grüß Gott. Können wir was essen, was Warmes? Ja, viel Auswahl habe ich nicht unter der Woche, aber Rehbraten hätte ich, mit Kalbsleber und Schweinebraten. Das geht am schnellsten. Ja, das ist alles. Grüß Gott. Wieso? Ist ja kein Mensch da. Ja, man hofft, ich nehme die Leber. Und Sie? Moment, ich zahle und ich schaffe an, ja? Bitte, bitte. Was fehlt denn? Tasse Kaffee. Und zum Essen? Ich habe keinen Hunger. Aha. Das ist deshalb, weil...
Nein, einfach so. Okay. Bestell dir was Nettes. Gibt's zum Reh auch Preiselbeeren? Selbstverständlich. Gibt's auch nur Preiselbeeren? Nee, die gibt's nur zum Reh. Wie viel Portionen Reh haben Sie noch? Das werden so 4 oder 5 sein. Ja, dann bringen Sie 5 Portionen Rehbraten. Hm? Du isst dann die ganzen Preiselbeeren. Rose! Hosel! Ja, was ist denn? Einmal Kalbsleber, 5-mal Rehbraten. Ja, aber wieso denn 5? Frag nicht so blöd, 5-mal Rehbraten. Das sind doch nur 3 Personen. Na, ich noch mal, oder? Ich sage 5, dann sind's 5. Ich muss mal Hände waschen gehen. Ja, dann geh ich mit. Waldburger. Pass auf. Haben Sie dich auch als Geisel genommen? Ja, von einem Mädchen war doch gar nicht die Rede. Als was hat er mich genommen? Tja, weißt du denn gar nicht, wer das ist? Ja, freilich. Der Alte ist mein Onkel, der Junge ist mein Bruder. Sind Sie ganz sicher, dass die Kleine noch da ist, wenn wir zurückkommen? Ziemlich. Sie nicht? Naja, wahrscheinlich wäre ich früher auch sicher gewesen. In Ihrem Alter. Stalingrad-Kämpfer ist toll, ne? Ich keine Chance gegen Sie. Ach, Herr kein Russe. Ich habe mir damals auf Befehl die Zehner vor und Sie haben sich mit der Kanonenreisetasche voll Geld aus der Bank geholt. Wahrscheinlich, weil Sie Ihre Stromrechnung nicht bezahlen konnten. Heldenrollen sind das beides nicht. Mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Ja, du aus der Ferne. Aber geh mal so nah ran wie ich beim Servieren. Die Augen, sag ich dir. Ja, die Augen, das ist bestimmt ein Mörder. Da musst du Nerven haben, wenn du dem Spear hinstellst. Da musst du eiskalt sein. Anno 41 im Dunstbeck. Ja, ich weiß, sie weiß. Ach, gar nichts, weißt du.
Lassen Sie das Zeug stehen. Oder kamen Sie, es wird nicht bezahlt. Entschuldigen Sie bitte, das war nicht so. Die Rechnung und schreiben Sie alles zusammen. Jawohl, sofort. Erlauben Sie bitte, ich möchte meine Rechnung selber zahlen. Was ist Ihnen wohl zu fallen? Das lassen Sie sich nicht von mir einladen. Aber nein. Schauen Sie, ich krieg das doch ersetzt, wenn ich die Rechnung vorlege. Das sind doch Spesen. Ja, die Rechnung, Sie. Die können Sie haben, dann machen Sie das doppelte Geschäft, genau wie diese Ratte da. Alle machen Sie das doppelte Geschäft und kommen Sie noch fabelhaft vor der Wand. Schreiben Sie es dazu. Und das da auch. Die Hausratsversicherung zahlt ja noch einmal. Was ist? Lass das. Er kehrt das zusammen. Und dann verkauft das noch einmal. Wenn die Show beendet ist, können wir ja gehen, schlage ich vor. Zahlen. Also ich höre dir auch gesagt, zahlen. Gib doch schon die Rechnung. Doch, gib doch schon her. Macht 78 Mark und 80. Haben Sie auch darüber einen Stempel drauf? Ich krieg nämlich sonst nichts. Da steht alles drauf. Da haben wir immer Vertreter da. Die sind alle so Geld gehört. Komm in hier. Schreiben Sie 100 Mark drauf. Glücklich. Was? Ja, ich gebe zu, dass Ihre Art, zu Geld zu kommen, weniger umständlich ist. So. Mussten das kommen? Ich muss Ihnen 40 Mark berechnen. Ach, die müssen. Sie Ärmster. Die Drecksau. Geh noch ein bisschen mit. Jetzt liest es wahrscheinlich. Was? Auf der Rechnung hat auf der Rückseite was draufgestanden. Und der Wirt hat von vornherein gewusst, dass Sie in sein Lokal kommen. So, so. Und warum sagst du das jetzt? Ich weiß nicht. Ich mache oft was und weiß nicht, wieso. Ich habe in der Wirtschaft in Ihre Geldtasche geschaut. Bloß so. Ich wollte mir so viel Geld auf einem Haufen sehen. Ich auch. Deswegen habe ich mir es auch geholt. Da wohne ich. Aha. Neubau? Ja. Früher haben wir da gewohnt. Schön. Wenn ich damit durchkomme, schicke ich da einen ganzen Lastwagen voller Preiselbeeren. Und Sie kommen nicht? Na,
weißt du? Ich weiß schon. Ich glaube, sie kommen durch. Wie viel Sprit haben wir denn noch? Ich bin auf Reserve, noch 60 Kilometer. Audi oder Kadett oder VW oder sowas. Die Luxuslimousine versenken wir dann. Ich möchte ab jetzt ein bisschen anonymer sein. Es wird schwer sein nach Ihrem Star-Auftritt in der Wirtschaft. Ist noch nicht ganz raus, wenn er das macht. Irgendwann muss ich auch mal schlafen. Wir werden schon noch zu ihm Schlaf kommen, Köster. Hoffentlich ist der tief genug. Was war in deinem Lokal? Was stand auf dem Zettel? Was stand drauf? Geh doch her! Ich hab sie weggeworfen. Was stand auf der Rückseite? Rott Klaus, geboren 1942, Wagendiebstahl in mehreren Fällen, unerlaubter Waffenbesitz, Körperverletzung in mehreren Fällen. Wer hat das gehabt? Vom Präsidium, der Busfahrer am Kiosk, er hat ein brauchbares Bild von Ihnen gemacht. Was? Sie wussten, dass Sie mich in das Lokal schleppen werden? Ich weiß nie was genau. Ich probiere mal was aus. Wenn es genau ist, gut. Ja. Das hat hingehauen. Sie wissen jetzt, wer ich bin. Und die im Präsidium. Sie wissen es auch. Und auf jeder Polizeidienststelle an der Grenze haben wir ein brauchbares Bild von mir. Jedenfalls bringen Sie mich nicht mehr um. Es war nur sinnvoll, solange ich der Einzige war, der sie nachher hätte einwandfrei identifizieren können. Das ist doch nicht alles. Um meine Identität dem Polizeipräsidium zuzuspielen, da hätten Sie doch... Warum haben Sie denn den ganzen Zirkus mit dem Wirt und der Rechnung gemacht? Ich wollte wissen, ob Sie schon einen Mord begangen haben. Still, soll ich mich von meinem Ersten. Sie sind kein Killer. So. Den Plan eines Killers. Du hast mich zum Arschloch gemacht. Komm, einsteigen. Los. Bank aus, Handbremse lösen.
hatte in 29 Dienstjahren noch keinen Ganove baden geschickt. Sind Sie zufrieden? Glück, dass Sie nicht hin sind. Ach, Sie haben doch absichtlich daneben geschossen. Ich habe noch gesagt, Sie sind kein Killer. Kann man jetzt vernünftig mit Ihnen reden? Warum haben Sie meine Vorstrafen diesen Mal? Weil ich ein Geschäft mit Ihnen vorhatte, von Anfang an. Aber mit einem Mörder. Mit einem Mörder hätte ich kein Geschäft machen können. Was für ein Geschäft? Morgen um 13 Uhr geht die Treibjacht los. Sie werden abgeschossen, ganz gleich, ob ich dabei bin oder nicht. Ich biete Ihnen an, die Fahndung in eine Richtung zu lenken, die für Sie günstig ist. Ich habe doch gemerkt, dass Sie nicht aus München raus wollten, sondern nach München zurück, weil Sie annehmen, da wird weniger intensiv gefahndet nach Ihnen. Aber das ist ein Irrtum. Das geht nur, wenn ich ein bisschen nachhelfe. Und? Was verlangen Sie? Gala Terretti. Ich komme nicht an ihn ran. Haben Sie also nur eingeschaltet, um an den Gala Terretti ranzukommen? Bin wohl eine Nummer zu klein, was? Gala ist eine große Nummer. Ich soll ihn verpfeifen. Was? Mal drüber nachgedacht, warum die Polizei so blitzartig in der Südbank war. Die Alarmanlage. Ja, es steht in der Zeitung. Hat es in der letzten Zeit mal Krach gegeben zwischen Gala Terretti und Ziggy Bach? Ja, Knatsch gegeben. Wegen Ziggy, wegen seiner Sauferei und Knatsch auch mit mir und Gala. Und deshalb, ja, ich wollte Krieg. Dann war die Sache in der Südbank die beste Gelegenheit für Gala, zu zeigen, was passiert, wenn man Gnatsch mit ihm hat. Das ist schon wieder mal ein Trick von ihm. Der Gala konnte doch gar nicht wissen, dass wir in die Südbank gehen. Haben Sie eine Freundin? Ja, aber die hält dicht. Wohnt die in der Osterwaldstraße? Woher wissen Sie das? Die ist abgehauen, kurze Zeit nach der Fernsehübertragung. Sie hat es ziemlich eilig. Warum? Ich nehme an, weil Gala Terretti vor ihrem Haus vorfuhr. Woher wissen Sie denn das? Stand auf der Rückseite von der Rechnung. Wer ist die Frau? Wie heißt sie? Das geht sie nichts an. Die Frau, die bleibt aus dem Spiel. Und Sie kriegen den Terretti. Los, Frau. Warten Sie, bis es hell ist, Rott. Sie können jetzt nichts machen. In der Lage, gegen Terretti belastendes Material beizubringen und gegebenenfalls vor Gericht Aussagen zu machen? Ja. Sie kriegen den Terretti.
morgen früh. Reicht das? Ja, das reicht. Wer ist denn da? Mach auf. Du, Carla? Ich sag's nicht nochmal. Wo ist die Rote? Ich weiß es nicht. Glaubst du, es macht mir Spaß? Aber ich müsste das immer wieder tun, bis mir die Hand brennt. Aber ich kann doch nichts dafür, dass ich nichts weiß. Schau, es langweilt mich. Ich könnte Theo raufholen, den langweilt sowas gar nicht. Der nimmt sich Zeit. Aber ich habe keine. Siehst du, die Rote wird dir doch eine Telefonnummer gegeben haben. Ich will nur die Nummer, ich will nur mit dir plaudern. Siehst du, so ist schön brav. Ich Idiot hätte früher auf dich kommen müssen. Dann hätte ich eine friedlichere Nacht gehabt. Angerbauer? In der Schönstraße? Ah, Wirtstraße 16. Verzeih. Da habe ich mich vertan. Nett hast du sie. Versprichst du mir jetzt, diese Nummer nicht noch einmal anzurufen und nichts von mir zu erzählen? Also hier trennen wir uns. Komisch, nicht? Wer lässt nun eigentlich wen laufen? Das kann man jetzt nicht so genau sagen. Kommt ganz davon, wie die Geschichte ausgeht. Wer ist die Frau hinter der Galle, Herr Estrott? Sagen Sie mir das doch endlich. Sie ist in Lebensgefahr. Köster. Die Frau bleibt raus aus dem Spiel zwischen uns zwei, ja? Entweder sie hat sich in Sicherheit gebracht und ist alles okay, oder Galla hat sie geschnappt. Da kann ich etwas machen, wenn sie mir da in die Quere kommen, Köster. Dann geht alles schief. Wenn Galla sie hat, wie wollen Sie sie befreien, Holt? Das können Sie doch gar nicht allein. Wissen Sie überhaupt, wo er untergetaucht ist? Ja, ich weiß es und Sie wissen es nicht. Und dabei bleibt's. Schauen Sie, wir verlieren nur Zeit, wenn Sie versuchen, mich da auszuholen. Ich muss also hier sitzen und warten, 3 Stunden. 3 Stunden. Wenn ich bis dahin nichts von Ihnen gehört habe, dann... Das ist das erste Mal, dass Sie mit so einem Kriminellen Geschäfte machen, ne? Nicht leicht. Also, wo kann ich Sie 3 Stunden erreichen? Ich gehe nicht ins Präsidium, ich gehe auch nicht nach Hause, ich bleibe 3 Stunden verschwunden. Schauen Sie mal, ob da was zum Schreiben ist. Und wenn... Das kann ich zur Not erklären, ja. Die 3 Stunden. Was haben wir denn da? So. Bitte. Wo ist denn das? Und wer ist das? Das ist eine Bekannte. Was macht ihr Bein? Können Sie fahren? Das ist das kleinere Problem. Scheiße. Ich kann das nicht den ganzen Tag mit mir rumschleppen. Ich habe auch keine Zeit, es richtig zu verstecken. Ich bin dann
gestohlenen Auto kann ich nicht lassen. Am Bahnhof gibt es Schließfächer. Kann er wegen Schließfachschlüssel rumlaufen. Sie meinen, wenn Ihnen was zustößt, dann hat Galla ihr Geld, nicht? Das ist das, was Sie meinen. Sie können sie ihn aufheben. Ich glaube Ihnen das sogar. Soviel ich jetzt weiß, sind Sie nicht irgendein Bulle. Das ist alles scheißegal, wenn Sie nur den Terretti kriegen. Und? Und dass Sie den Terretti kriegen wollen um jeden Preis, das zeigt, dass Sie kein gewöhnlicher Bulle sind. Das ist schön, dass Sie langsam das Menschliche in mir entdecken. Ganz schön schwer, die Tasche. Wäre schön, wenn sie so schwer blieb. So gut aufgenommen haben. Sie hat sich furchtbar Sorgen gemacht. Aber das ist jetzt vorbei. Ich kümmere mich um Sie. Na ja, dann kommen Sie mal rein. Danke. So, Mäus. Zeig. Es wird Zeit für die Schule. Ja, Kleines. Jetzt wird alles gut. Wollen Sie eine Tasse Kaffee mittrinken? Aber mit dem größten Vergnügen. Nein, danke. Wir müssen gehen. Ach. Wenn Sie vielleicht doch lieber hier bleiben wollen, von hier holt Sie keiner weg, auch nicht mit Gewalt. Sie sehen doch, die Dame will hier bleiben. Glauben Sie, dass Sie das bestimmen? Ich bin hier zu Hause. Und wenn sie nicht will, dann will sie nicht und dann will ich auch nicht. So, nur gehen Sie bitte, ja? Nein. Nein, nicht. Ich warte darauf, dass Sie mich anfassen. Nur aber raus. Gehen Sie doch endlich. Ich komme mir so beschissen vor. Schon gut. Hätte mich totgeschlagen. Na, schon gut. Bring ihn um, Rott. Bring das Schwein endlich um. Er muss endlich umgebracht werden. Das kannst du dir mal stellen. Also, das war um 7 Uhr, dann Wirtstraße, wenn er da klargekommen ist. Wird er mit ihr zu ihrem Anwalt hin die Tegernseer Landstraße gefahren sein? Das ist aussichtslos. Ich kann da nicht mehr abfangen. Er hat schon was er braucht. Er hat gewonnen. Vorläufig. Dann bringt er sie um. Ich kenne doch den Galler. Der wird immer mein Geld dran. Und dazu kann er die Katja gut gebrauchen. Das ist meine Chance. Gautier. Ah, guten Morgen, Herr Heimann. Moment bitte. Heimann, antworten Sie nur mit Ja oder Nein. Können Sie hierher kommen, Amalienstraße 13, bei Anna Gautier? Die Frau. Ach so, ja, das haben wir natürlich auch festgestellt. Die heißt Katja Evers. Die Rote! Und 55. Die Rote! Früher war sie mal Tänzerin. Dass mir das nicht eingefallen ist. Jetzt ist alles klar.
Sie hat der Retti damals rausgelogen, als ich ihn vor 4 Jahren wegen Mord am Kantaken hatte an dem schwangeren Mädchen. Sie gab ihm das Alibi. Ich wusste ganz genau, dass es gelogen ist, aber ich konnte nichts machen. Ich musste laufen lassen. Und wo ist Rott jetzt? Auf dem Wege zu der Retti. Und ich gebe viel drum, wenn ich wüsste, wo das ist. Wieso? Maximilianstraße? Ja, du glaubst doch nicht, dass sich das da abspielt. Seine Schlupfwinkel stehen doch nicht im Adressbuch und er wechselt sie doch wie die Hemden. Ich sitze hier rum und kann nichts tun. Nichts, gar nichts. Ich habe alles falsch gemacht. Ich habe Kopf und Kragen riskiert, um über Rott an Terretti ranzukommen. Und jetzt muss ich hilflos zusehen, wie die beiden sich gegenseitig umbringen. Und wenn ich Pech habe, da geht die Rode auch noch drauf. Ich habe nichts, nichts, gar nichts. Weniger als früher. Denn da war ich wenigstens ein anständiger Polizist. Herr Köstheim, von dem Augenblick an... Hallo? Rott! Rott, hören Sie zu. Ihr Geld ist in einem Schließfach am Ostbahnhof. Ich bringe Ihnen den Schlüssel. Wo sind Sie? Nein, tun Sie nichts. Es hat sich alles geändert. Lassen Sie Terretti in Ruhe. Sagen Sie mir, wo ist und wo das Mädchen ist. Alles andere übernimmt jetzt die Polizei. Die Polizei, die kann mich im Arsch legen. Ja, Küster, ich weiß, Sie brauchen das Mädchen, aber ich habe überhaupt keine Lust, Sie als Hauptbelastungszeugin gegen Carla Terretti für mich zu sehen. Das ist Sie versprechen. Hallo? Ich verstehe Sie nicht! Halten Sie mal auf, was ist jetzt genau? Scheiße, wo steht? Ein paar Minuten vor 12. Wenn Sie wollen, dann zu mir. Dann. Wie? Ich verstehe Sie nicht! Ja! In 90 Minuten! Ja, wo? Ich sage Ihnen jetzt natürlich nicht, wo ich bin. Hören Sie, warten Sie, warten Sie! Gibt's in München zurzeit ein Sportfest? Klar, Bayerische Leichtathletikmeisterschaften. Ich glaube, die werden sogar live übertragen. Wo? Im Olympiastadion. Jetzt weiß ich auch, warum der Kerl im Olympischen Dorf so gut Bescheid wusste. Heimann, fordern Sie 5 Einsatzwagen. Entschuldigen Sie, aber man wird mich fragen, warum? Irgendwo in Hörweite des Olympiastadions. Da steht ein hellgelber VW mit der Nummer. Da habe ich mir da etwa aufgeschrieben. Ach was, ich komme selber mit. Intercity zu Bremen-Schneider nach Bremen über Würzburg-Webra-Hannover wird vom Gleis 21 kommen. Ja? Ich bin's, Rott! Gib mir den Gala! Wo schlägst du denn? Ich verstehe dich kaum. Mit dem Bahnhof! Ja, hol mir den Gala! Es ist Rott. Er ist in München. Am Bahnhof. Sehr schlecht zu verstehen. Guten Tag, mein Junge. Wie geht's dir? Stimmt. Ich habe Katja. Und was hast du? Haha, das ist ein vernünftiges Gespräch. Bring mir das Geld und du kriegst Katja. Und versuch jetzt nicht zu falschen. Ich weiß, du liebst sie sehr. Und du bist sentimental. Ich nicht. Gib mir sofort Katja! Lass sie sprechen! Warum nicht? Sie sitzt hier, quick lebendig. Ein linkes Wort und du bereust es bitte. Klaus? Katja! Pass auf! Merkst du was? Sag ja nichts. Wie geht's dir denn? Ganz gut. Holst du mich? Wenn du am Bahnhof bist, dann kannst du mich in einer halben Stunde abholen, oder? Hör zu, in der Garage, da stirbst du. Spiel das so gut du kannst, ja? Gib's mir, mal den Geiler. Es wird alles wieder gut. So ein Krach, was sagst du? Du willst nochmal Gala sprechen. Ich glaube, er will dich nochmal sprechen, das ist so ein Lärm. Was ist, Junge? Kommst du her? Lieber nicht, Gala. Nicht mit dir. Lass uns doch das Geschäft lieber irgendwo anders machen in der Stadt. Sagen wir, Stachus Tiefgarage, erstes Deck. Aber beeil dich, denn wenn die mich schnappen, dann hast du Pech gehabt. Du hast das Geld bei dir? Ich sag dir, wo es ist, sobald Katja bei mir ist. Bitte.
Meinst du wirklich, wir sollen hinfahren? Natürlich. Komm, tut er nicht. So schlau ist er. Wir müssen ihn uns holen. Und Katja? Mach sie los. Fährt mit. Rott muss glauben, ich spiele seriös. Wie lange? Bis du in seinem Rücken bist. Verstehe. Und dann? Das heißt, und dann, wenn wir ihn hier haben, wird uns sagen, wo das Geld ist. Irgendwann. Er ist zäh, aber wir haben Zeit und Theo hat der Fantasie. Komisch. Ich hab immer gedacht, du hast was übrig für ihn. Und für Katja. Du hast dein Mädchen erschossen, Kleiner. Scheiße, wenn man liebt, was? Scheiße, wenn man eine Nutte liebt. Ist ein Fehler, den ich nie gemacht habe. Gala, gib's auf. Ich schieße immer noch besser wie du. Probier's doch mal. Wir uns immer wieder über den Weg laufen müssen, Köster. Und diesmal kommen sie sogar, um mir zu helfen. Da drin liegen lauter Leichen. Ich habe
wie durch ein Wunder überlebt. Wieder mal Pech, Köster. Wann begreifen Sie endlich, dass Sie eine Nummer zu klein sind für mich? Ein für allemal. Ihr kleiner netter Rock wollte mir an den Hals. Na, er ist ihm schlecht bekommen. Ich habe fast das Gefühl, Sie haben ihn ein bisschen auf mich gehetzt, was? Macht das ein braver Polizist? Ich meine, Sie wollen mich mitnehmen zum Verhör. Ich habe natürlich nichts dagegen und ich kann glaubhaft machen, dass ich überfallen wurde und in Notwehr gehandelt habe. Oder können Sie das Gegenteil beweisen? Sie haben Katja Evers entführt, um sie zu beseitigen. Es existiert von Katja Evers ein Widerruf der Entlastungsaussage in der Mordsache Veronika Müller. Besitzen Sie diesen Widerruf? Oder befindet sich Fräulein Evers in der Lage, diese fantastische Vermutung zu bestätigen? Sie tun mir fast leid, Köster. Abführen. Ich sag alles auf. Na, zufrieden, Köster? Das ist doch alles etwas merkwürdig, nicht wahr? Es ging nur um einen flüchtigen Bankräuber, der mit 400.000 Mark unterwegs ist und einer Geisel. Und jetzt haben wir drei Tote, aber das Geld fehlt. Hier, das Geld ist in einem Schließfach im Ostbahnhof. Ich möchte Ihnen noch gratulieren. Wozu? Wozu? Kann ich irgendwas für Sie tun? Ja, mich allein lassen. Ich gehe zu Fuß. Halt mir die Daumen. Wofür? Dass ich dafür nicht befördert werde.